So, dann können wir wieder zum AA-System, zur AA-System-Kanone gehen. Freue ich mich, können wir wieder ballern. Hier passiert doch gleich wieder das. Oh, Moment, die haben ja zwei Energieknoten bekommen. Können wir einen wieder investieren? Und zwar, glaube ich, in die Rick wollten wir noch. Ne, haben wir schon Trefferpunkte. Oder? Chinesenmodul, Reichweite, ne. Straßenmodul, ne. Plasma-Cutter, ihren Schaden könnten wir erhöhen. Ja, warum nicht, ne? Dann haben wir den voll auf Schaden getrimmt. Ja, super. Was hätten wir denn sonst noch? Strahlenkanone passt eigentlich auch ganz gut. Laserkanone sowieso nicht. Ripper passt eigentlich auch. Ja gut, ich würde sagen, nächstes Mal gehen wir wieder auf die Rig. Ein bisschen mehr Treffpunkte. Und dann wird das doch was. Okay, jetzt können wir den Aufzug dort. Und da sind ganz viele Schränke offen. Waren die vorhin zu? Oder habe ich die vergessen mitzunehmen? Egal, auf jeden Fall ganz viel Geld. Und ja, dann gehen wir doch mal in den Aufzug hinein. Fahrzug, es tut mir leid. Ich halte meine eigenen Regeln nicht ein. So. Gut, dann mal hoch mit uns. Hallo? Jemand da? Erschreck mich bitte nicht, sonst schieße ich. Ach ja, sind Fahrzeuge nicht was Schönes. Naja. Hallo? Jemand da? Huch, was ist jetzt passiert? Und ich habe die Stasi-Station doch nicht gebraucht. Ein Wunder. Jetzt ruckelt es gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Egal. So, da war doch noch was, oder? Ist das da? Ist das was zum kaputt treten? Ja, ne? Komm. Ja, wusste ich doch. Ripper Kling, immer nett. Dankeschön. Wo geht's denn hier eigentlich lang? Ach, die AA-Kanone. Sind wir schon da? Hä? Okay. Ach, Tatsache. Ach, ist das eine andere Kanone? Ich speichere mal, aber vorher nehme ich noch den Energieknopf mit. Ja. So, dann speichern wir mal kurz. Wer weiß, ob hier noch was Schlimmes passiert. Ja, hier ins Leere. So. Und dann mal ran ans Werk hier. Manuelle Steuerung, natürlich. Oh, ich sehe es schon durch die... Boah! Alter! Und ich kann übrigens mit beiden Maustasten gleichzeitig feuern. Also wir haben zwei Munitionslager. Bam, 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 bam! Komm schon. Jetzt muss er nachladen. Oder vielleicht soll ich doch nur mit einer Seite ballern. Aber nee, komm. Aufhalten da. Komm schon. Baller das Viech ab. Dam, 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 dam. Oh, da hat er was auf uns geschleudert. Nee, 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 hör bloß auf damit. Komm schon. Das macht dem Viech keinen Schaden. Komm schon. Da muss mal ein Arm kaputt gehen. Au, 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 au. Fuck. Ja, die sind schwer getroffen. Oh, ich treffe den nicht. Ah, jetzt habe ich einen habe ich zerstört. Komm schon. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Ja, bam. Du kommst nicht durch. So, komm. Du musst jetzt dran glauben, lieber Arm. Egal, irgendeiner muss mir glauben. Oh, au, au, au. Man wirft ihn mit irgendwelchen Gegenständen an uns. So, der Arm ist auch tot. Komm schon. Hässliches, dickes Viech. Was ist denn das jetzt eigentlich wieder für ein Viech? Was macht das hier? Hör auf. Du machst mir weh. Komm schon. Bam, bam, bam. Knall es ab. Es lebt ja immer noch das Ding. Nein, 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 boah. So, komm. Jetzt trifft das Ding mal. Ja, endlich. So, au, au, au.
Nicht gut. Du darfst auch noch. Komm schon. Treff das Ding nicht. Das beste Ziel, Isaac. Ah, ich bin so schlecht. Komm schon. Bam. Hast du genug? Scheinbar schon. Rücktüren des Kommunikationsarrays werden geöffnet. Er lässt los. Gut. USM Vader, hier spricht Kendra Daniels von der USG Ishimura. Komm, öffnen Sie nicht die Rettungskapsel. USM Vader, hier ist Kendra Daniels von der USG Ishimura. Bitte kommen. Öffnen Sie auf keinen Fall die Rettungskapsel. Antworten Sie doch verdammt nochmal. Oh oh. Oh oh. Das ging ja nicht so gut. Müssen wir auch die Kapsel öffnen? Verdammt. Oh oh. Was ist das? Oh oh. Mach es weg, Isaac. Mach es weg. Es kommt direkt auf uns zu. Aua. Verdammt. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Oh, Hammond. Isaac, sind Sie da? Oh, Gott sei Dank ist Ihnen nichts passiert. Ich habe versucht, Sie zu erreichen. Jemand hat die ganze Zeit mein Rick-Signal blockiert. Und durch den Zusammenstoß wurde es wieder abgesetzt. Hammond, wo waren Sie denn bloß? Ich habe versucht zu überleben. Ich habe ein paar medizinische Feuerwerke gefunden und mich selbst zusammengeflickt. Hören Sie, ich breche die Mission ab. Ich scheiße auf den CEC und scheiße auf die Befehlskette. Wir müssen schleunigst hier verschwinden. Ich glaube, ich habe ein Shuttle auf dem Crewdeck geortet. Laut Protokollen braucht es einen neuen Singularitätskern, den wir aber vielleicht auf der Vela finden. Das Heck hat sich in die Seite der Ishimura gebohrt. Ich werde jetzt hingehen und nach einem Einstieg suchen. Wir treffen uns dort. Hammond, Alot. Isaac, Hammond, stimmt, alte Socke. Wenn ich das Shuttle gesagt hat, könnten wir noch eine Chance haben, hier wegzukommen. Lauf rüber zur Frachtbucht und sieh nach, ob du Hammond helfen kannst. In seinem Zustand wird er sicher nicht lange durchhalten. Na klar, Hammond. Mein Kumpel. Das packen wir schon. Machen wir einen Shuttle-Start klar. Wo muss ich denn lang? Muss ich zur... wahrscheinlich muss ich wieder zur U-Bahn zurück. Zur U-Bahn, wie heißt es nochmal? Hallo? Irgendwas ist hier am kraxeln. Ach, du! Du, hier! Huch! Hey, ganz ruhig, ganz ruhig. Du machst hier nichts kaputt. Ja, du kannst gerne dort bleiben. Das geht auch. So. Guck mal, wie viele Speicherstationen hier sind. Ist ja unglaublich. Oh, da liegt noch Sachen. Habe ich die nicht eingesammelt? Hm. So. Öffnen wir mal das Türchen. Ach, das ist wieder ein Fahrzug. So. Unsere Ebene. Jetzt dauert das wieder so lange. Ich glaube, die Fahrstühle dienen auch als Ladebildschirm quasi in Dead Space. Deshalb dauert die auch immer so lange. Oh oh. Oh oh. Oh nein, es musste doch kommen, oder? Letztes Mal ist in diesem Raum nicht viel passiert. Also ein bisschen Metzeleien mit irgendwelchen Gegnern. Aber jetzt, wo ich mir das so anhöre. Ich hab doch kein Leben, Alter. Ich hab nix. Guck mal, ich bin gleich tot. Okay, komm, ich nehme einfach mal hier das Medipack. Ja, bin fast voll. Dann wechsle ich auf den Plasma-Cutter vermutlich. Ist das am besten? Oh oh, ich hör's schon. Ich hör's schon. Au, oh, oh. Ach, der hier wieder. Slenderman, hi. Wie geht's denn so? Alter, der ist ein bisschen robust. Aber nicht gegen den Ripper, ja. Guck, da sieht der alt aus. Der Ripper hat ihn nicht drauf.
Der zerschnibbelt deine... Au, au, au. Nein, du nicht. Bam. Deine Fresse. Da. Nee, wo ist er? Der ist irgendwo hingejumpt. Da ist er. Die zwei. Pisst euch. So. Kommt jetzt noch ein dickes Viech? Vielleicht? Das ist ein bisschen Muni. Ja, der letzte hat mir ein Halbblatt Rubin gegeben. Was gibst du mir? Nur so lächerliche zwei Munition. Schwach. So. Alles klar. Jetzt ist das Ding auch offen. Zack. Vielen Dank. Gut. Dann war da wohl doch nichts richtig Schlimmes da drin. Oh, ein Shop. Danke, endlich. Puh. So, Luftkanister, ja, brauche ich nicht. Erstmal diese ganzen Halbleiter verkaufen. Boah, 10.000. So, du auch noch. Ganz Stasepacks brauche ich nicht. Guck mal, die kann ich alle verkaufen. So. Jetzt habe ich 50.000 Credits. Boah. Alter, ist das viel. Plasma-Energie haben wir viel. Laserkanone reicht. Also haben wir noch mehr Plasma-Energie. Strahlmunition haben wir auch noch. Eigentlich munitionstechnisch sieht es gerade in Ordnung aus. Dann gehen wir nochmal in den Shop und kaufen uns Medipacks. Oder haben wir noch was im Safe? Nur noch große. Können wir eigentlich nochmal eins mitnehmen. Komm. Zack. Dann kaufen wir uns noch ein paar mittlere oder kleine. Ja, kleine, die sind ja billiger. Lohnen sich mehr. So. So. Gut. Perfekt. Dann sieht es doch jetzt gut aus, oder? Ja, passt. Wobei, Moment. Nee, nee, nee. Wenn wir so viel Kohle haben, können wir eigentlich noch Energieknoten kaufen, oder? Ja, komm, was soll der Geiz? Wir haben noch 46.000. Ich denke nicht, dass jetzt gleich noch ein Anzug kommt, weil den, der ist ja noch nicht so lange her, dass wir den neuen gekauft haben. Kaufen wir zwei Stück. So. Wunderbar. Oh. Wer da? Oh, hi. Du hier? Mach mal Abgang hier. Neige mal deine Arme auf. Ja, bloß nicht den Bauch aufschneiden. Sehr gut. Ja, das haben wir doch souverän gemacht. Ist hier auch noch jemand? Ne, hier ist ja die Monorail bereits. Was würden wir ohne die Monorail machen? Oh, Kapitel abgeschlossen. Suchen und retten. Wobei, wen haben wir jetzt gerettet? Eigentlich haben wir niemanden gerettet. Hm. Fortschritt speichern, aber sicher. So. Tod bei Ankunft. Das klingt ja total einladend. Das klingt sehr vielversprechend. Ja, das verspricht schon mal einiges. Mal schauen, ob wir wirklich tot ankommen. Noch lebe ich. Isaac? Gut, Sie haben es reingeschafft. Hören Sie, ich habe gerade den Munitionsbericht der Wähler gefunden. Ich glaube nicht, dass Ihre Anwesenheit hier ein Zufall war. Sie sind auf keiner Aufklärungsmission oder Patrouille. Sie sind bis an die Zähne bewaffnet, wie für einen Krieg. Verstehen Sie, was ich sage? Hm, ist gut. Isaac, ich habe ihn schon wieder verloren. Kein Signal von Hammonds Rig. Finde diesen Singularitätskern und dann verschwinde das. Ja. Ja, dem Hammond geht's irgendwie nicht so gut. Der wird die ganze Zeit hier irgendwie unterdrückt von irgendeinem Spasti. Vermutlich, weil Hammond zu viel weiß, will er nicht, dass er sie da irgendwie unterstützt. Der Hammonds Signal die ganze Zeit unterdrückt. So, Rick wollten wir ja. Guck mal, wir haben 4, können wir 3 ausgeben. Reicht perfekt für die Trefferpunkte. Sehr gut. Ah, so sieht das doch schön aus. Ach, wird sogar noch aufgefüllt, das ist ja praktisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Lebenspunkte haben wir. Nice. Oder 7 Wirbelsäulknoten da, was auch immer.
Da ist noch ein Shop, den brauche ich jetzt gerade nicht. War ich erst gerade. So. Das sieht ja irgendwie nicht so schön aus hier, wenn alles so rot leuchtet. Bedrohlich. Genau, lass deine Wut raus. Zerstampf alles, was sich dir in den Weg stellt. Kein allzu gutes Gefühl. Was man sich bei dem Kapitelnamen ja schon denken kann. Ein Luftkanister. Okay. Wir haben einen Luftkanister bekommen, liebe Freunde. Wisst ihr, was das heißt? Zero-G-Erzlager. Wir werden gleich Luftprobleme kriegen. Eintritt Schwerelosigkeit. Oder einfach nur Schwerelosigkeit-Dinge. Eine der Bordwaffen der Wähler ist beim Aufprall aufgeplatzt. Diese grünen Kugeln, die du siehst, sind extrem radioaktiv und die Schleuse der Wähler ist dicht. Du wirst die Dinger ins All befördern müssen, bevor du ins Schiff kannst. Okay. Müssen wir diese radioaktiven Kugeln loswerden, aber wo kann ich denn die entsorgen? Ist hier irgendwo dort vielleicht? Nee, das ist die Tür, oder? Hä? Okay. Kann ich das kaputt machen? Vielleicht? Tatsache. Kann ich kaputt machen? Ich weiß nicht, was es mir bringt. Oh, doch, ich weiß, was es mir bringt. Das ist sicher die Schleuse, die nachher aufgeht. Weil hier eine Sauerstoffstation ist. Werden wir hier gleich ein Vakuum erleben. Und Luftprobleme kriegen. Deshalb muss das jetzt schnell gehen nachher. Aber wir haben hier eine Sauerstoffstation hier. Haben wir vielleicht noch eine? Da ist noch eine. Also wir haben zwei Sauerstoffstationen. Ja, da knistert es schon. Und ein Luftkanister. Also, mal schauen. Ja, also, komm mal her. Zum Glück hast du einen radioaktiven Schutzanzug, ne? Hey, geh da raus! Mensch, geh mal darüber, vielleicht geht das so besser. Los, schneller, Isaac! So, da ist einer. Ah, komm ran! Ich hätte mir doch mal die Chinese aufbessern müssen. In der Reichweite. Oh, 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 ouch! Was machst du denn hier? Verpiss dich! Ah, auf. Danke. So, jetzt komm. Nicht du. Alter. Wer ist da? Wer stört mich? Keine Ahnung. Wo ist er? So, schnell. Wo ist das Loch? Da ist das Loch. So, bam. Raus mit dir. Radioaktives Material entfernt. So, du auch noch. Radioaktives Material entfernt. Okay, der Schuss kam von da irgendwo. Ach, ach, ach du! Du glaubst, du kannst mich hier einfach mal... Oh Gott, das sind zwei. Oh Gott, und noch ein Fernkämpfer dort hinten, der auf mich schießt. Mich... Ah, der trifft mich auch noch. Komm schon, Isaac. Halte durch, du kriegst gleich Luft. Du kriegst ja gleich Luft. Halte nur noch ein bisschen durch. Komm, du stirb da hinten. Oh, jetzt muss er nachladen. So, gut, wo haben wir eine Luftstation? Dort. Schnell, 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 komm. Du schaffst das. Puh. Gut. Ich nehme mal ein Medipack. So, wo haben wir noch mehr radioaktives Material? Dort. Gehen wir dafür mal hier hin. Geht nicht. Kann ich hier hin? Da kann ich hin. Sehr gut. Diesen komischen Zylinder. Oh, da schießt schon wieder jemand. So, geh weg. Radioaktives Material. Oder? Schießt da jemand? Ja, irgendjemand schießt. Von da. Ach. Ach so, ja, ja. Komm. Autsch. Boah, wie die mir die ganze Zeit Schaden machen. Verpiss dich. So, komm. Bam, bam. Weg mit deinem Ärmchen. Ah, der ist schon tot. Gut. So, komm. Du kommst jetzt mit mir. Wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Wo ist die Luke? Ah, Luke, ich sehe nix. Wo ist die scheiß Luke? Ernsthaft, ich sehe die Luke nicht. Da ist sie.
Radioaktives Material entfernt. So, wo ist das letzte? Hallo? Ich habe doch noch eins gesehen. Hallo, wo ist es? Ach, da ist es. Da ist es. Komm, kommst du da ran? Nee, natürlich nicht. Komm, spring da hin. Ich glaube, ich werde den Luftkanister bald benutzen. So, wo ist das Ding? Wo ist die Luke? Da ist sie. Vielleicht kann ich es auch so. Komm schon, komm schon. Antistation. Ich hoffe, die haben wir noch nicht. Nein, die ist noch voll. Oh, sehr gut. Wir haben noch ein Medipack. So, das war's aber, oder? Ich sehe keine mehr. Hä, war's das noch nicht? Ach, da ist noch einer. Komm, geh mal hier rauf. Und da sehe ich doch das grüne Glühen. Ja, sehr gut. Und raus mit dir. Strahlengefahr gebannt. Sicherheitssperre geöffnet. Sehr gut. Wo muss ich hin? Da liegt noch Muni. Wo soll ich hin? Irgendwo dort. Also dann spring mal dahin, Isaac. Komm schon, spring dahin. Wo soll ich jetzt hin? Ach, da muss ich hin. Okidoki. So. Haben wir das auch geschafft? Sehr gut. Aufgabe erfüllt. Hurra! So, wie wär's, wenn du mal die Tür dazu machst, damit ich endlich wieder Luft bekomme? Danke. Oh, hi. Huch. Was war das für ein Viech? Das sah ganz anders aus. Oh, haben wir jetzt hier neue Gegner? Das Teil, nach dem du suchst, sollte im Maschinenraum am Heck des Schiffes sein. Ich sehe massive Schäden, du musst dir also eventuell einen anderen Weg suchen, um hinzukommen. Ja, kein Problem. Was allerdings ein Problem ist, ist das eine Viech. Hier ist eine Batterie. Das geht dann trotzdem nicht. Ich nehme die einfach mal mit. Wenn die schon hier so freundlich rumsteht. Kann ich gar nicht mitnehmen. Na gut, dann halt nicht. Wo ist das Vieh hin? Ernsthaft, wo ist das Vieh hin? Das kann ich hier gar nicht raus. Ah, dein Loch ist hier auch nicht. Gut, ich speichere mal. So. Dann wollen wir mal weiter gucken, was da so abgeht hier. Ja, hi. Oh Gott, was bist du denn für einer? Alter, ist der schnell. Hallo? Alter, ist der auf Speed oder was? Heftig. Wie schnell der ist. Ich hoffe, ich muss nicht gegen den kämpfen. Was hoffe ich da überhaupt? Bisschen... Schnupfen aus irgendeinem Grund. Ich habe keine Ahnung warum. Ich bin eigentlich nicht erkältet.